Ich hab einen Plan. Haha. Schon fertig? Daumen hoch. Yeah. Yeah. Oh. Da staunst du. Schappenblad. Ein Hoch auf Rufus, Rufus, unseren neuen Anführer. Rufus. Das war so cool. Du hast Janosch wie einen kleinen Idioten aussehen lassen. Was ja auch kein Wunder ist, wenn er sich mit jemandem von meiner Größe misst. Und was passiert jetzt? Ich schätze, da du dir jetzt wieder einig bist, könnten wir mit der Operation beginnen. Schade irgendwie. Ich fühle mich seltsam unbeschwert, so ganz ohne meine noble und meine sportliche Seite. Ich könnte mich auch dran gewöhnen, 3 Goals zu daten. Aber Rufus. Was denn? Ich mag halt all deine Facetten, Baby. Oh, das hast du so schön gesagt. Gibst du mir die Datasetten? Ich vermisse die anderen beiden ja schon irgendwie. Und du kommst auch gleich nach in Docs Labor, ja? Nein. Erklärung. Sie steht auf mich. Mehr stehen als auf dich. Janosch? Psst, ich muss hören, was da drin vor sich geht. Scheiße. Wieso? Was geht denn da drin vor sich? Und was treibt ihr überhaupt hier? Wir setzen deinen Plan in die Tat um. Was denn sonst? Mein Plan? Ja, du hattest natürlich vollkommen recht. Durch bloßes Rumsitzen und nichts tun kann man keine Revolte starten. Und darum werden wir proaktiv die Datasetten erbeugen. Moment mal, bei diesen Datasetten handelt es sich um das Bewusstsein meiner Freundin. Freundin? Das hättest du wohl gern. Zuallererst ist Goal eine Funktionärin des Widerstands. Sie wird sich natürlich für die gute Sache opfern. Opfern? Sag mal, spinnst du jetzt total? Leider hat noch eine andere Organisation Wind von den Aufstiegsgoals bekommen. Oder sollte ich lieber Unorganisation sagen? Was denn? Du meinst Donner? Genau. Das unorganisierte Verbrechen hat sich in Docs Labor verschanzt. Sie haben Doc und Goal als Geiseln genommen und wollen so ihren ungehinderten Abzug erbrechen. Aber die Revolution lässt sich nicht erpressen. Sobald es zur Wollenstunde schlägt, stürmen wir die Bude einfach. Das heißt, Galef stürmt und ich halte mit Liebold die Stellung. Was? Das ist doch Wahnsinn. genau. Ich kenne diese Leute. Die sind zu allem fähig. Ihr werdet nur euch selbst umbringen. Also mich. Das ist das Los eines Freiheitskämpfers. Immer bereit für die gute Sache zu sterben. Wartet damit bitte noch. Vielleicht fällt mir noch was ein. Ich wollte was sagen. Ich dachte, die sind Badge Wichten. Ich habe noch gesagt, die sind Badge Wichten. Ich könnte mich natürlich auch einfach verpieseln. Aber dann würde ich die ganze Action verpassen. Wisst ihr, was doof ist? Ich hab Poki nicht angeklickt vorhin. Oh, Kacke. Das wäre bestimmt lustig geworden. Och, Menno. Soll ich jetzt neu laden? Aber ich hab erst da ganz am Arsch der Welt gespeichert. Boah, nee, Doc, das kann ich nicht. Ersatzteil laden ist vielleicht auch eine gute Gelegenheit, um einmal zu versuchen zu erklären, wie ich mir das vorstelle, dass halt das Spiel, das Computerspiel, als Erzählmedium, jetzt wird es sehr theoretisch, tatsächlich ein paar Sachen machen kann, die man mit nicht interaktiven Medien, also mit Filmen oder Büchern, eben nicht so gut umsetzen kann. Und gerade hier diese Szene, in der Cleverbyte den Zugang zu Docs Praxis versperrt, ist dafür besonders gut geeignet, weil hier tatsächlich das Hindernis, also das tatsächlich oberflächliche Hindernis, das ein Wachhund halt die Praxis versperrt, tatsächlich so eine gewisse Kongruenz mit den inneren Hindernissen von Rufus hat, dass er halt nicht in der Lage ist, die Überlegenheit dieses hochtechnisierten, cleveren Roboterhundes anzuerkennen und sich dadurch mehr Schwierigkeiten selber macht, als eigentlich nötig wäre. Also ich bin Schauspielerin, ja? Ich spiele jede Szene so, wie sie von mir verlangt wird, ja? Und was in mir vorgeht, das erfährt kein Mensch. Das kriegt niemand raus. Er ist eine Frau? Das hat mein Cousin nicht geschafft, das hat mein Erdkundelehrer nicht geschafft, das hat mein Bewährungshelfer nicht geschafft, die 3 Psychologen, die man auf mich losgelassen hat, meine mehreren Exen, das hat niemand geschafft, ja? Keiner kriegt das raus. Ich habe ein Pokerface. Und was ich in so einer Szene mache,
Diese inneren Konflikte, dieser Konkurrenzdruck, das ist alles gespielt. Das ist natürlich so gut gespielt, dass immer alle denken, sie wüssten was beim... Nein, gebt's auf, Leute. Ihr kriegt es nicht raus. Und du auch nicht. Ja, okay. Aber eine zweite Sache, die mir noch zum Thema Cleverbeit einfällt, ist, dass der Name tatsächlich ein kleiner, natürlich kumpelig und nett gemeinter Gruß an einen befreundeten Spieleprogrammierer ist, der tatsächlich ein hochtalentierter Computerfreak sozusagen, der in einem Freundeskreis sich bewegt, in der es halt schick ist oder schick war, sich möglichst coole Pseudonyme, so die Street-Names der Spieleprogrammierer, also die Nicks sozusagen, zuzulegen. Und mittlerweile sehen sie das, glaube ich, ein bisschen entspannter. In ihren jungen Jahren fanden sie es, glaube ich, gehört es da einfach zum guten Ton. Und tatsächlich bin ich über eine Ecke darauf gestoßen und fand das sehr amüsant, dass sein Nickname in dieser Szene eben Cleverbite war. Und das fand ich tatsächlich so lustig, dass ich halt diesen Namen gleich in mein Spiel eingebaut habe für einen Robohund. Fand ich das irgendwie sehr passend. Wegen Cleverbite. Ach, jetzt habe ich es auch verstanden. Und ich finde es auch interessant, Rufus, der mag Echsen, also er mag Reptilien, finde ich toll. Und ich bin immer noch, ich könnte mich jetzt selber in den Arsch beißen, das könnte ich mir jetzt, weil ich da hinten das Ding nicht angeklickt habe, weil das so lustig wäre mit Janosch und Garlef und Liebold. Früher hat sich Wenzel immer als Brandstifter Beppo listig verkleidet. Selbst er sah damals gefährlicher aus als Janosch und seine Bande. Wobei sein Umhang tatsächlich ganz gut gebrannt hat. Beppo lustig? Meint damit Peter lustig? Übrigens hier Ruhe und Frieden, ja, Rest in Peace und so. Gott habe ihn selig. Hallo Liebold. Hey Rufus. Wie läuft die Belagerung? Könnte besser laufen. Nicht viel los, was? Einmal das und dann sind auch noch die Erdnussflips ausgegangen. Nicht die Erdnussflips, oh mein Gott. Speichern. Ich will was testen. Jo. Speichern. Weiter spielen. Ich weiß nicht, was ist das? Was? Doc? Cleverbite? Säge? Ja, falsch. Aha, also. Mitglied Widerstand werden. Hinweis. Hä? Was bringen mir die Hinweise? Hä? 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 Was, okay. Raff ich nicht. Weiterspielen. Bin zu doof für so einen Plan. Früher hat sich Wenzel in letzter Zeit. Okay. Hallo, Garlef. Hey, Rufus, hol dem Organon. Dem Organon? Ich dachte, ihr kämpft hier gegen das unorganisierte Verbrechen. Das, muss man im Zusammenhang sehen. Es gibt da Verbindungen. Man muss nur die Schnüre zurückverfolgen und die Enden verknüpfen. Apropos, deine Schnürsenkel sind offen. Ich weiß, die Schleifen kriege ich einfach nie richtig hin. Keine weiteren Fragen. Ja, los. Und, was ist nu? Ich dachte, du wolltest was ausprobieren. Wenn dir nicht gleich etwas einfällt, müssen wir Docs Praxis stürmen. Nein. Auf keinen Fall stürmen, hörst du? Mir fällt schon was ein. Na dann, worauf wartest du? Zeig mal, was du drauf hast. Außer dem korrekten Einsatz von harten Konsonanten. Ja, das hat noch Fuß drauf, eindeutig. Was hast du wo? Im Gegensatz zu ihm. Ich geh da jetzt rein. Aber da drin wimmelt es von unorganisierten Verbrechern. Drei Mit Leute. Mit denen werde ich schon fertig. Hey, aufmachen. Ich bin's, Rufus. Ja, Huhu, könnte ich kurz reinkommen? Das geht nicht. Du kannst gleich das Portal benutzen. Aber erst musst du noch was für mich erledigen. Hier. Ich kenne die Stimme. Was ist das? Noch eine Fernbedienung? Die von Liebold. Es ist scheinbar ein älteres Modell, aber... Hey, ich weiß doch wohl, wie man eine Fernbedienung benutzt.
Natürlich weißt du das. Liebold ist der Dicke, oder? Ich frag nur, weil ich gar kein Implantat gesehen habe. Du schaffst das schon. Wenn du fertig bist, kannst du das Portal benutzen. Dann erkläre ich dir alles. Hä? Welches Portal denn? Vertrau mir. Und kein Wort zu Janosch. Okay. Was war denn das jetzt? Egal, wir vertrauen den mal. Liebolds Fernbedienung. Ich wünschte, für manche Leute hätten auch so eine Fernbedienung. Nützlich. Liebold. Wozu wohl all diese Knöpfe gut sind? Da ist nur einer drauf. Ich drück einfach den größten. Ja. Und zap. Oh, schaut mich an. Ich habe einen wichtigen Auftrag erfüllt. Jeder Affe hätte das gekonnt. Ätzend. Mysteriöse Anomalie. Oh, hallo Rufus. Na endlich. Was brauchst du denn so lange? Nur weil du aus der Vergangenheit kommst, heißt das noch lange nicht, dass du so trödeln kannst. Hä? Was ist denn hier los? Bist du das, Cletus? So ein Quatsch. Ich bin natürlich dein zukünftiges Ich. Diese Portale sind Raumzeitkrümmungen. Und das hier ist die Zukunft. Man nennt ihn Rufus. Wir sind beide gestört. Hey, das ist mein Jingle. Jetzt nicht mehr. Ich bin aktueller, weiser und vor allem lässiger. Ach ja? Dafür sehe ich nicht so alt aus wie du. Was? Du verdammter Milchgesichtiger. Ich würde dich Jungspund ja übers Knie legen, aber ich kann nicht, weil die Altersschwäche schon eingesetzt hat. Mann, du bist so ein Schwächling. Du kannst unmöglich ich aus der Zukunft sein. Ich sag das doch nur, um ein Zeitparadoxon zu verhindern. Das könnte ja jeder behaupten. Du hast einfach keine Ahnung von Zeitreisen. Hab ich wohl. Hast du nicht. So doof. Dafür bin ich nicht so hässlich wie du. Von wegen. Du bist sogar noch viel hässlicher als ich. Ha, jetzt hast du dich verraten. Mir wären bestimmt viel lässigere Antworten darauf eingefallen. Sind mir auch. Ich sag das doch nur, um ein Zeitparadoxon zu... Oh. Ja, ja. Du hast einfach keine Ahnung von... Hab ich wo... Hat er nicht. Zukünftiges Ich? So ein Unsinn. Du kapierst es nicht, oder? Nee. War ich denn wirklich so behämmert in der Vergangenheit? Ja, durchaus. Ich möchte einen Beweis. Meinetwegen, wenn du dann endlich Ruhe gibst. Ein einfacher Test wird zeigen, dass du nichts weiter bist als ein aufgeblasenes Großmaul. Oder du. Genau. Also, woran denke ich gerade? Komm. Na. Okay, muss sein. Oh, warte. Ich erinnere mich. Du denkst an Zwiebelzubel. Ah, voll daneben, du Niete. Zwiebelzubel, das ergibt ja nicht mal einen Sinn. Ich wusste gleich, dass du ein Betrüger bist. Bin ich nicht. Ich musste das sagen, um kein Zeitparadoxon zu erzeugen. Genau. Gib doch einfach zu, dass ich dich besiegt habe. Wieso? Woran hast du denn gedacht, wenn nicht an Zwiebelzubel? Nun ja, Zwiebelzubel? Zukunfts-Ich, alte Socke. Das ist ja eine Überraschung. Da bist du ja. Sag ich doch. Können wir jetzt endlich weitermachen? Du musst da rein und Goal befreien. Sie ist also tatsächlich da drin? Geht's ihr gut? Keine Panik. Wink und Nod sind außer Gefecht gesetzt. Wie jetzt? Du hast sie ganz alleine überwältigt? Ein Klacks. Du scheinst tatsächlich ich zu sein. Wie hast du das angestellt? Das, findest du schon noch raus. Ich werde mich derweil um die Rebellen kümmern. Oh. Boah, ist das etwa eine Knarre? Nein, das ist ein Bananenschälgerät. Natürlich ist das eine Knarre. Darf ich auch mal? Nicht jetzt. Du musst in das Labor und Goal befreien. Schon vergessen? Ich will aber die Knarre. Können wir das nicht irgendwie vorspulen? Das geht nicht. Als ich du war, habe ich die Knarre auch erst später bekommen. Wir müssen alles genauso machen wie vorher. Ist mir egal. Ist mir egal. Wegen Knarre. Begreif es doch endlich. Wenn ich dir jetzt die Knarre gebe, verändern wir den Zeitstrahl. Ich würde mich auflösen und wir müssten alles wieder von vorne machen.
Aber dann ist ja das auch schon ein Problem, denn dann müsste schon ein Rufus vor ihm da gewesen sein. Das heißt dann wiederum, von dem muss ein anderer Rufus. Und das ging ins Unendliche. Ich habe gerade wieder in die Kamera geguckt, warum auch immer. Fühlt euch angestarrt. Sei doch nicht so ein Egoist und gib mir endlich die Knarre. Wenn hier einer ein Egoist ist, dann du. Oder hast du Gold schon befreit? Eigenen Knarre würde ich sofort machen. Also ich hab's mit bloßen Händen geschafft. Das will ich sehen. Entweder ich kriege jetzt meine Knarre oder hier passiert gar nichts. Du kannst die Waffe haben, sobald du Gold befreit hast. Warum befreist du nicht Goal und ich kümmere mich um die Rebellen? Vertrau mir. Du hast es vorhin bereits getan. Wenn du es also gleich tätest, wäre es da drüben jetzt bereits schon wieder passiert. Ja, ist doch logisch. Also ich hab's beim ersten Mal verstanden. Genau wie ich. Warum machst du es nicht einfach selbst? Weil ich hier die Stellung halten muss. Und warum kann ich nicht die Stellung halten? Weil ich die Knarre habe. Na gut, dann befreie ich Goal halt. Aber ich bin Stimmt, Pokémon. Mache ich das viel lässiger als du. Pokémon. Die ist hinterher viel freier als bei dir. Mach's bitte genauso lässig wie ich. Sonst löse ich mich auf. Das ist ganz schön schmerzhaft, weißt du? Recht so. Rufus. Ja, ja, schon klar, du Spielverderber. Aber danach bekomme ich die Knarre, richtig? Ja, doch. Nicht, noch nicht, nein, nein, bleib da. Durch das Portal. Ah ja. Und beeil dich. Hier Mann? Schlägt es gleich zur vollen Stunde. Dann stürmen die Rebellen die Praxis. Praxis. So ein Idiot. Nein, Poki. Doc, Goal, ihr lebt noch. Was ist da los? Rufus? Was treibst du da? Chillen! Töten! Beißt ihm die Augen aus! Ich glaube, das ist diesmal nicht nötig, Boss. Es ist Rufus. Der gehört zu uns. Was hattest du denn in Docs Asbestlager verloren? Ich brauchte Asbestplatten und hab mich versehentlich eingesperrt. Ja. Ja, da muss man vorsichtig sein. Auf diese Weise habe ich zwei Tanten verloren. Aber gut, dass du kommst. Wir sitzen in der Falle. Irgendwelche Extremisten sind hinter unseren Aufstiegscodes her. Euren Aufstiegscodes? Wir waren gerade dabei, sie in unsere Unternehmensmasse zu überführen. Warum auch die Brechstange? Wenn sie nicht bald abziehen, müssen wir uns den Weg freischießen. Knallt sie ab! Tabula rasa! Wartet! Ich habe einen Plan. Dann sieh zu. Wink juckt schon der Finger am Abzug. Verfluchte Nickelallergie. Mir juckt auch mein Finger, denn ich will auf Poki drücken. Mal wieder bewusstlos. Wunderbar. Diesmal gefesselt. Ja, wart's doch mal ab. Wir sind ja gerade erst am Anfang des Spiels und ich meine immerhin. Hauptrolle. Rufus ist ja schon da und kann Doc halt dabei assistieren, dich wieder zu Bewusstsein zu bringen. Welche Hauptrolle schläft denn die ganze Zeit? Da gibt's einige. Dornröschen, Mac Ryan in Schlaflos in Seattle. Ja. Klar hat die geschlafen. Okay, der Titel heißt Schlaflos, aber... Also ich habe geschlafen bei dem Film. Irgendjemand schläft halt. Und du schläfst auch. Also ist ja nur Zwischenzustand. Weiter geht's. Yay. So, ich hab nichts und ich drück mal hier auf Leertaste. So, da ist eine Schublade. Ich darf doch, oder? Passt rein. Ich glaube, es ist ja. Und Knopf. Das ist von Liebold. Noch zwei Fernbedienungen. Klasse. Die sollten etwas Schwung in die Bude bringen. Mal gucken. Bei der einen klebt ein Etikett auf der Unterseite. Hey, da steht Donner drauf. Donnerwetter. Donner hat also auch ein Hirnimplantat. Das sollte nützlich werden. Und die andere? Nanünana. Das ist doch die Fernbedienung, die mir Zukunftsrufus vorhin in die Hand gedrückt hat. Die zu Liebold gehört. Offenbar habe ich einen Plan. Ich weiß es nur noch nicht. Müssen wir das eigentlich jetzt Liebold schon geben? Bevor ich das mache. Goal. Irgendwas ist anders. Hat sie eine neue Frisur? Ach nein, sie ist gefesselt. Ja, ich brauche immer auch ständig, um sowas zu erkennen. Na, schlimm. Psst, Goal. Rufus, endlich. Du musst uns hier rausholen. Ich arbeite dran. Dann arbeite schneller. Immerhin hast du mich auch in diesen Schlamassel reinmanövriert. Ah, du bist also Lady Goal. Und ja. Du bist gleich Lady Rufus, wenn du dich nicht beeilst.
Erstmal. Geht es dir gut? Ja, wir machen hier gerade ein Picknick. Oh. Echt? Gibt's auch Pfannkuchen? Das war Sarkasmus. Ich weiß. Das war Ironie. Also keine Pfannkuchen, richtig? Okay, doch keine Ironie. Was genau ist passiert? Sie waren plötzlich einfach da. Doc hat versucht, mich zu verteidigen. Fast wie ein echter Gentleman. Leider war es komplett sinnlos. Sie waren zu dritt und bewaffnet. Und er hat keine Beine. Ich habe ja diese Fernbedienung gefunden. Ich glaube, sie gehört Donna. Worauf willst du hinaus? Naja, auf wenn ein ich Donnerwetter. Kurz deine Datasette entfernen könnte. Untersteh dich! Ja gut, du konntest mich sowieso nie dran hindern, deswegen... Ach komm schon, gib mir die Datasette. Nimm deine dreckigen Griffel von meinem Implantat. Hast du heute nicht schon genug Schindluder mit meinem Bewusstsein getrieben? Bisschen? Tja, ich hab dich ganz schön durcheinander gebracht, was? Stimmt sogar. Nanu, seit wann hat Doc denn Champagner in seiner Praxis? Was? Wo? Sorry, Goal. Piep. Du wirst mir später dafür danken. Ich wollte aber noch das andere sagen. Es ist zu ihrem Besten. Ich habe ganz vergessen zu fragen. Hast du etwas dagegen, wenn ich mir dein Bewusstsein ausborge? Nein. Was rein? Doc. Es hängt also mal wieder alles von mir ab. Gut so. Ja. Doc, alles klar bei euch? Ach so, der Knebel. So, jetzt besser? Ja, alles super. Na, dann kann ich ja wieder gehen, richtig? Ja. Naja, ein bisschen Hilfe könnten wir hier schon gebrauchen. Ach. Was ist denn genau hier passiert? Jetzt sag mal. Was genau ist passiert? Sie kamen aus dem Nichts. Naja, genauer gesagt kamen sie durch die Tür. Sie haben uns einfach überrumpelt und gefangen genommen. Ich glaube, sie sind hinter den Aufstiegscodes her. Glaubst du? Naja, sie sagten Sachen wie... Wo sind die Aufstiegscodes und so? Ich habe versucht zu erklären, dass das im Moment nicht möglich ist. Sie wollten nicht hören. Ich frage mich gerade, woher kommt der andere Rufus her? Also, der Rufus, der uns gesagt hat, dass er aus der Zukunft kommt. Ja, aus unserer Zukunft, aber wie kam der zukünftige Rufus denn überhaupt dorthin, ohne dass der zukünftige Rufus existierte? Verstanden? Also, hä? Hab ich nicht ganz... Idee? Leider nein. Wir sind sozusagen die Hände gebunden. Wir sind die Hände gebunden. Auch das. Vielleicht hat Lady Goal ja eine Idee. Ihre Datasette liegt noch im Implantat. Ja, ich frag sie gleich. Dieses Element an Donnas Schläfe, ist das eigentlich auch ein Implantat? Ja, ich habe es selbst eingebaut. Wieso fragst du? Ich glaube, ich habe einen Plan. Hol lieber noch eine zweite Meinung ein. Überlass das mir. Habe ich eine Wahl? Nope. Ich versuch mal was. Ich würde dir ja die Daumen drücken, aber die Fesseln und so. Jo. Kein Problem. Hey, was soll... Super. Kann ich eigentlich... Was, wenn ich... Die funktioniert nur bei Liebold, okay. Angeblich. Tatsächlich. Nichts. Huch, huch. Nimm Donner. Ich hätte erst mit dir reden sollen, ne? Hey, was tust du da? Windows neu starten. Netter Körper. Nur die Augenklappe könnte beim Zielen stören. Nicht? Nein, stört kaum. War das nötig? Hattest du eine bessere Idee? Ja. Zu spät. Naja, zumindest haben wir eine Sorge weniger. Jetzt müssen wir nur noch die Rebellen überwältigen. Alles, was wir brauchen, ist ein neuer... Sag es nicht. ...Plan. Ich spüre, wie sich ein Geistesblitz zu mir vorarbeitet. Es liegen Genialitätspartikel in der Luft. Benutze Staubsaugermotor mit Kaugummi. Vielleicht später. Muss es denn immer ein komplizierter Plan sein? Ich dachte, das gefällt dir an mir. Du verwechselst mich mit Krawallgoal. Krawallgoal? Natürlich. Ich habe doch Liebolds Fernbedienung. Langsam kommt alles zusammen. Mein Vergangenheits-Ich legt Krawallgoal in Liebold ein. Die überwältigt dann Janosch, während ich mich um Garlef kümmere. Und zack, schon sind wir draußen. Vergangenheits-Ich?
Was redest du denn da? Können wir nicht einfach auf demselben Weg raus, auf dem du reingekommen bist? Nein, das geht nicht. Wegen der Zeitkohärenz und Temporal-Dingsis. Ja, sehe ich genauso. So. Es ist kompliziert. Ja. Das ist es immer, nicht wahr? Das erkläre ich dir noch. Wir müssen jetzt erst einmal Krawallgolds Datasette finden. Hier, nimm die so lange. Hey, Astrein! Du machst dich langsam. Zum Affen, ja. Vertrau mir einfach. Befreie du die anderen. Ich kümmere mich um die Rebellen. Vorher nehme ich mir aber noch eine Knarre mit. Und ich bekomme Donners Fernbedienung. Wenn's dich glücklich macht. Mann, das wird sowas von episch. Ich hätte eine Frage, sind die jetzt wirklich tot? Und brich. Hehe, endlich habe ich auch eine Knarre. Und, wer ist jetzt der Bessere, hä? Blöder Zukunftsrufus. Aber gleich bist du der Zukunftsrufus, also bist du gleich blöd. Was passiert eigentlich, wenn ich... Ich bin gut ausgerüstet. Von mir aus kann das Gemetzel beginnen. Nennt mich Gordon Freeman. Oh, die geht auch so auf, okay.